1 Live. Noob und Nerd. Die WG mit Manuel. Manuel. Dennis. Ruffelkopter. Und sie. Sie ist eine spanische Name und der Heißstag, den ich nein sagen kann. Dennis. Wohnzimmer. Heute Thema bei Beckmann, wie ich meine Sucht besiegt habe. Unsere Gäste, Willi Herren, Nadja Abdel-Farag und David Hasselhoff. Das wollte ich sehen. Ich brauch mal deinen Rat. Ein Kumpel feiert Junggesellenabschied und ich soll den Tag planen. Hola, Jungs. Hi, sie. Ich könnte doch strippen. Das übe ich doch jede Nacht hier im Wohnzimmer. Soll ich mal zeigen? Nein, dafür ist jetzt keine Zeit. Alter! Aber du hast doch sonst immer so gute Ideen, Manuel. Ja, wie zum Beispiel die Idee, Zahnarzttermine und Englisch-Nachhilfestunden zur Zeitersparnis zusammenzulegen. Ach. Ach. Wiederholen Sie. The Fulfilling Truth. Also an Ihrem TH müssen wir aber noch arbeiten. Zurück zum Junggesellenabschied. Sollen wir mal unseren neuen Mitbewohner fragen? Ben Stiller? Der hat sich doch schon wieder im Bad eingeschlossen. Oh nein, mir ist hier ein Schoßhündchen in die Schüssel gefallen und mir ein Klopapier aus der Hose. Wie peinlich. Dennis, Manuel, helft mir! Der rutscht aber auch echt von einem Schlamassel ins nächste. Und jetzt kommt bestimmt Robert De Niro zu Besuch. Wie oberpeinlich. Ach, dem hattest du doch mal einen Film angeboten, Dennis. Also, was halten Sie von der Idee, Mr. De Niro? Ich weiß nicht, Dennis. Martin Scorsese hatte mir früher schon mal einen Film angeboten, in dem ich als kleiner Handwerker über Pilze springen sollte. Wir haben uns dann auf diesen Taxifahrer geeinigt. Ohne Pilze. Dann wird's eben nix mit meiner Super Mario Galaxy-Verfilmung. Oder ich rufe Harvey Keitel an. Der wird ja auch absagen. Und zwar mit derselben Stimme. Na, ihr Affen. Tag, Herr Braunschweig. Unser Vermieter hat doch immer gute Einfälle. Haben Sie eine Idee für einen Junggesellenabschied? Bei uns gab's damals einfach von allen mit der Wehrmacht-Gürtelschnalle auf den fiesen Arsch. Zack, klatsch, spät, dass die Pelle nur so nach Eiswürfeln geschrien hat. Ich glaube, wir feiern einfach bei McDonald's. Noob und Nerd auf 1live.de.